Hallo und herzlich willkommen zu Total Football Analysis. In diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf RB Salzburgs Taktik unter Jesse Marsch. Nachdem Salzburg-Trainer Marco Rose zu Borussia Mönchengladbach wechselte, übernahm Jesse Marsch die Salzburger. Der amerikanische Trainer war davor verantwortlich für New York Red Bulls und war deshalb bereits vertraut mit der RB-Philosophie. Das Pressing von Salzburg stellt eine der wichtigsten Komponenten in ihrem Spielstil dar. Unter Marsch presst Salzburg primär in einem 4-2-2-2-System. Aber laut Jesse Marsch nutzte er mit seinem Team in seinen ersten 9 Monaten bei Salzburg 9 verschiedene Systeme. Die Idee hinter diesen Systemwechseln ist simpel. Sie wollen jeden Gegner in einem System begegnen, mit dem die Räume in der Defensive optimal geschlossen werden können. Generell legt Marsch aber mehr Wert auf die Taktik und die Prinzipien als auf die Formation. Und über seine Pressing-Taktik bei Salzburg sagt Jesse Marsch: Andere reden über Auslöser beim Pressing. Für uns ist die wichtigste Sache das Timing. Ein wichtiges Prinzip ist, dass Salzburg presst, wenn der Ball gespielt wird und nicht erst, wenn der Pass ankommt. Marsch möchte, dass sich seine Spieler so positionieren, dass sie im Pressing nur die Hälfte der Passdistanz laufen müssen. Damit können sie den Gegner so früh wie möglich pressen und erhöhen damit Raum, Zeit und Gegnerdruck für den Ballführenden, was wiederum die Chancen auf einen Ballgewinn erhöht. Jeder Spieler in Ballnähe soll den Ball attackieren und bis zum Gegner durchlaufen. Während andere Teams den Ballführenden häufig nur mit einem Spieler pressen, um genug Spieler übrig zu haben, die den Raum sichern, Gegner decken oder den Ball abfangen, presst Salzburg häufig mit 2 oder sogar mit 3 Spielern. Der Job der Pressingspieler ist nicht, sich Sorgen über mögliche Passoptionen für den Gegenspieler zu machen, sondern einfach nur den Ball zu gewinnen. Und wenn der erste Spieler sich entscheidet zu pressen, dann presst Salzburg mit dem kompletten Team. Was Salzburg im Pressing hilft, ist das Konzept des Deckungsschattens. Der Deckungsschatten wird größer, je näher der Pressingspieler zum Ballführenden ist. Und der Deckungsschatten reduziert nicht nur die Passoptionen für den Gegner, sondern ermöglicht auch den Mitspielern einzuschätzen, wohin der nächste Pass gehen wird. Auf dieser Grundlage können sie sich so positionieren, dass sie einen möglichen Pass abfangen können. RB Salzburg versucht mit so vielen Spielern wie möglich Richtung Ball zu schieben und lässt dabei die ballferne Seite häufig komplett frei. Dadurch, dass Salzburg so ballorientiert verteidigt, sind sie häufig auch in der Lage, zweite Bälle aufzusammeln. In der Abwehrreihe möchte Salzburg enge Abstände, um zu verhindern, dass der Gegner mit einem langen Ball die komplette Abwehr zu einem freien Stürmer überspielen kann. Und dadurch, dass Salzburg ballferne Räume freilässt, schaffen sie es häufig, mindestens einen Spieler zu haben, der sich bei einem langen Ball absetzen kann und seine Teamkollegen damit absichern kann. Falls das erste Pressing von Salzburg überspielt werden sollte, lässt sich Salzburg nur so viel wie nötig fallen, um dann wieder zu attackieren, wenn Gleichzahl oder Überzahl in Ballnähe herrscht. Marsch nennt dieses Konzept Recover and Repress. Sobald RB Salzburg den Ball gewinnt, laufen die Angreifer in Richtung Elfmeterpunkt. Das ermöglicht Salzburg, mit nur so viel Breite wie nötig anzugreifen. Und weil dadurch die Wege für Salzburgs Angreifer kürzer werden, können sie mit einer enormen Geschwindigkeit kontern. Ein Subprinzip von Salzburg ist, dass sie immer mehrere Spieler in der Box haben wollen, um Optionen zu schaffen, falls sie den Angriff nicht direkt abschließen können, sondern flanken müssen. Wenn Salzburg den Durchbruch auf Außen schafft, bevorzugt Jesse Marsch flache Flanken hinter die Abwehr, um den Geschwindigkeitsvorteil zu nutzen. Außerdem sind solche Flanken schwer zu verteidigen und führen auch häufig zu Eigentoren. Weil die Verteidiger Richtung eigenes Tor blicken, wenn sie den Ball klären wollen, landet der Ball häufig im Netz, falls der Klärungsversuch missglückt. Und selbst wenn die Verteidiger es schaffen sollten, den Ball zu klären, dann ist das für Salzburg ein Auslöser fürs Gegenpressing. Weil die Wahrscheinlichkeit, Tore zu erzielen, am ersten Pfosten besonders hoch ist, läuft Salzburgs erster Angreifer in der Box immer Richtung ersten Pfosten. Dadurch, dass der Ballführende das weiß, ermöglicht es ihm, die Entscheidung so schnell zu treffen, dass gegnerische Verteidiger häufig Probleme haben, vor dem Angreifer am ersten Pfosten zu sein. Diese frühen Bälle auf den ersten Pfosten zählen zu den häufigsten Angriffsstrategien von Salzburg unter Jesse Marsch. Eine weitere wichtige Komponente vom Salzburger Angriffsspiel ist, dass die Angreifer wie in diesem Beispiel regelmäßig in die Tiefe laufen. Mithilfe von Datenauswertung und Statistik überprüft Trainer Jesse Marsch regelmäßig, wie viele Spieler in die Tiefe laufen. In den Angriffsphasen möchte Marsch die Passdistanzen so lang haben, dass Pässe den Gegner immer wieder aus der Balance bringen. Und dennoch sollen die Passdistanzen so kurz sein, dass es möglich ist, direkt in ein Gegenpressing zu gehen, sollte der Ball verloren gehen. Um das Kurzpassspiel und die Passdistanzen zu optimieren, nutzt Marsch in jeder Trainingseinheit Rondos.
Auch die Ballfernspieler haben die Aufgabe anzugreifen, wenn es nötig ist. Allerdings in der Halbspur statt auf dem Flügel. Das ermöglicht dem Gegner nach einer Verlagerung weniger Zeit, sich wieder zu organisieren und erhöht dadurch die Chancen für Salzburg, hinter die gegnerische Abwehr zu kommen. In dieser Beispielszene greift der Ballfern-Außenverteidiger in der linken Halbspur an. Und nach einer Verlagerung zum Linksverteidiger kann Salzburg eine flache Flanke hinter die Abwehr spielen und so gegen Atletico treffen. Den Ball zu verlieren ist für Salzburg unter Jesse Marsch kein Problem. Der amerikanische Trainer bringt seinen Spielern sogar bei, dass ein Ballverlust auch etwas Gutes haben kann. In einem Gegenpressing kann sein Team nämlich den Ball zurückgewinnen und anschließend eine Chance kreieren. In diesem Kontext sagt Marsch, eine defensive Waffe kann auch eine offensive Waffe sein. Wenn RB Salzburg in Ballbesitz ist, haben alle Spieler hinter dem Ball die Aufgabe, gegnerische Angreifer zu decken. Damit decken sie nicht den Raum, sondern positionieren sich so, dass sie bei einem Ballverlust direkt jeden Gegenspieler pressen können. Besonders ist dabei, dass Salzburg kein Problem damit hat, 1 gegen 1 zu spielen. Die meisten Teams wollen mindestens einen freien Verteidiger, der hinten absichern kann. Aber RB Salzburgs Philosophie basiert auf dem Denken, dass die Chance durch einen weiteren Pressingspieler den Ball zurückzugewinnen größer ist, als das Risiko, hinten ein 1 gegen 1 Duell zu verlieren. Außerdem sollen die Verteidiger in der Restverteidigung immer bereit sein, in die Vorverteidigung zu gehen. Das ermöglicht es ihnen, hoch auf dem Feld Bälle zu gewinnen oder verhindert zumindest, dass der Gegner den Ball bekommt und nach vorne aufdrehen kann. In diesem Beispiel kann Salzburgs Verteidiger in der Vorverteidigung den Ball gegen Bayern wiedergewinnen. Aber Salzburg gewinnt den Ball nicht, um wieder in Ballbesitz zu sein. Stattdessen möchte Marsch, dass unmittelbar nach Ballgewinn in die Tiefe gespielt wird, um eine gegnerische Unorganisiertheit während der Umschaltphase auszunutzen. In diesem konkreten Beispiel kann Salzburg dadurch nach Ballgewinn durch Vorverteidigung eine Chance kreieren und gegen Bayern das zweite Tor erzielen. Alles in allem präferiert Jesse Marsch einen radikalen Stil bei RB Salzburg. Die extrem hohe Intensität im Spiel gegen den Ball und das Mann-gegen-Mann-Verteidigen in der Restverteidigung machen RB Salzburg zu einer echten Pressing-Mannschaft. Und selbst im Angriffsspiel nutzt Salzburg Ballverluste, um wieder ins Gegenpressing gehen zu können. Und für Marsch ist das oberste Ziel des Pressings, Bälle zu gewinnen und Tore zu erzielen und nicht wieder in Ballbesitz zu sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch ein Like da und schau dir auch die anderen Videos auf unserem Kanal an. Und falls du keine Videos verpassen möchtest, dann abonnier doch unseren Kanal. Die Informationen in diesem Video basieren auf einem Webinar mit Jesse Marsch. Du findest den Link zum Webinar in der Videobeschreibung.